Die Achse abgerissen, das Fahrzeug um einen Baum gewickelt. Dies ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 38 zwischen Diemelstadt und Orpetal. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam ein mit 4 Personen besetztes Fahrzeug gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen nach links von der Fahrbahn ab und krachte seitlich gegen einen Baum. Während sich eine Person selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurden 3 Insassen im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren Diemelstadt, Rothen und Umgebung mussten die 3 im Alter von 18 bis 25 Jahre alten Personen mit schwerem Gerät befreien. Ja, zunächst haben wir eben das Fahrzeug stabilisiert und abgesichert und mussten dann mit hydraulischem Rettungsgerät, mit Rettungsschere, Rettungsspreizer und Rettungszylinder sowie einer Säbelsäge entsprechend das Fahrzeug öffnen, um die Personen aus dem Fahrzeug zu befreien. 2 Personen konnten durch die erfahrenen Einsatzkräfte sehr schnell befreit werden. Bei dem 25-jährigen Fahrer jedoch gestaltete sich die Rettung äußerst schwierig. Ja, aufgrund der Situation hier vor Ort, weil das Fahrzeug sich sozusagen um einen Baum gewickelt hat, war es eben relativ schwierig, den Fahrer das Fahrzeug zu befreien. Das hat eben entsprechend etwas länger gedauert. Das war eben die hauptsächliche Schwierigkeit. Die anderen Personen waren relativ, ja, ich möchte nicht sagen leicht, aber dann relativ schnell zu retten. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Jedoch könnte aufgrund der niedrigen Temperaturen auch Straßenklette infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit in Frage kommen. Ob Alkohol ein Thema bei diesem Unfall war, wird die routinemäßig genommene Blutentnahme zeigen. 5 Rettungswagen und 3 Notärzte waren nötig, um die teilweise lebensbedrohlich verletzten Personen zu behandeln. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei Bad Arolsen noch keine Angaben machen. Das Fahrzeug hat jedoch einen Totalschaden davongetragen. Während der Rettungsarbeiten war die Kreisstraße voll gesperrt.